Hallihallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost Dragon Wildlands. Heute mit dabei der Dra. Okay. Und der Menschen. Ich hab ja keinen Keks. Kein Keks. Und der Darky. Ich hab einen am Keks. Gut. Also, wir machen jetzt die nächste Folge, und zwar Boss, Endboss, irgendwas sowas, sowas Kleineres. Boah, die ganzen Vögel da oben. Wo wollen wir denn jetzt hinfahren? Einfach da, annehmen. Wo es gelb leuchtet. Da, wo es leuchtet, wo muss leuchtet. Muss annehmen, du Affe. Oben alles links. Siehst du es jetzt? Dahin müssen wir. In die Jagdhütte. Hat sie doch gerade in der letzten Folge gesagt, sag mal. Ja, ja, ich bin da gerade ein bisschen... Ist übrigens nicht England. Es ist beides. England ist auch nicht Europa. Ich bin pro Livien. Kontra Livien hört sich ja auch scheiße an. Die Kontras in Bolivien. Ah, oh. Komm, wir machen mal eine Pro- und Kontra-Liste, was hier gut ist. Das Land, schön. Der Fahrstil, naja. Die ganzen verkotzten Rücksitze. Melden. Immer. Mein Gott, das Ding zieht ja richtig ab. Ja klar, aber guck mal, welche 50% Steigung, Alter. Und jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Den Feldweg rein. Wir müssen zur Jagdhütte. Oh, ich habe kein Geländewagen. Aber Hauptsache, aber... Ja, ey, da stand noch einer. Müssen zurück nochmal. Was machst du denn da? Da stand noch Zaun. Sollen wir da hochlaufen? Ich sehe das noch nicht. Ja. Die ist gleich hier hinter der Klippe. Jetzt halt, halt! Er hat doch noch Klippe gesagt. Nein! Ach, ja, er hat noch Klippe gesagt. Ja. Ich lauf. Ist mir irgendwie. Ja, ich denke auch so. Mensch, jetzt wo wir gerade nicht rollen. Okay. Als ich mal dran sind. Hier wohnen jetzt, damit es nochmal zur Auffrischung, hier wohnen jetzt die alte Sanitätspflegerin und der Arzt. Mhm. Und die müssen wir jetzt umbringen. Alles klar. Das sind die Meisterfolterer des Kartells. Okay. Es wird dunkel. Ja. Also, alles, was da so kommt, viel Spaß. Es gibt auf jeden Fall hier keine Leute außen. Ja. Okay, also runter mit uns. Mhm. Gibt es da mehrere Eingänge? Ich bin gerade am gucken, weil ich kenne nur einen. Und das ist der von oben rein. Schloss knacken kenne ich ja. Nee, nicht knacken, hau rein, tritt ein. Es gibt nicht einen, es gibt das Knacken. Dann knack. Dann knack ich, okay? Bereit? Knuck. Ich ziel auf deine rechte, an deiner linken Seite an dir vorbei, also Moment, musst du rechts. Könnt vielleicht auch so machen. Ah, besser. Gut, okay. Ja, aber nicht aufstehen. Weiß ich nicht. Darf ich euch enttäuschen? Dahinter steht gar nichts. Ja, ich weiß. Erst im Keller. Du weißt, dass Perverse und Pädophile immer im Keller sitzen. Okay. Ja, wie sind sie in Österreich? Da waren die Gefangenen im Keller, du Affe. Ach, wie geil. Oh, schau mal da, ein Leopard. Ich habe irgendwo eine grüne Kiste. Hier geht's nachher runter. Ich gehe jetzt aber erstmal das Haus durch. Geht da mal weg! Ich gehe jetzt erstmal das Haus durchsuchen. Ich geht voll Devil, was ein Doppelbett. Kommen Sie raus, ja. Junge Dame. Oh, Benny, komm mal nochmal hierher. Oder Seteng. Ich will's nicht sehen. Seteng da. Komm, rauf mit dir. Warte. Bleib mal kurz Ralf, da. Bleib mal ganz kurz da. Was denn? Mit ihr schon scheiße baut, wie sie es aufnehmen. Komm her, mein Schön. Oh, wie hast du denn das geschafft? Mäuschen. Ja, was tut man denn? Legst du aufs Bett und drehst dich einmal mit der Maus einmal rum. Ja, was, wie legt man sich denn hin? Ei mit C. Da ist kein Bett. Das hat der Benny auch so gemacht. Die Batterie ist gleich leer. Das hat der Benny auch so gemacht. Der Akku blinkt. Oh, blöde Schwein. Ich möchte nicht wissen, wie die Folge heißt. Nichts Neues mit Benny. Ja. Bettgeflüster. Also gut, geh mal rein. Jo, Attacke. Münzen, du gehst vor. Ist die Kiste.
Hier ist eine Kiste. Und ich sehe jetzt gar nichts und YouTube sieht noch weniger. Alter, musst du Nachtsicht oder du machst Thermalsicht? Ich sehe alles, ich sehe wunderbar. Aber YouTube wird immer ein bisschen dunkler, du Arsch. Boah, Alter, was macht der denn? Ich würde hier schleichen, wenn die dich sehen, ist... Kann ich die nicht einfach durch das Fenster beide gleichzeitig erschießen? Nein, das ist Panzerglas, habe ich versucht. Okay. Die ist pervers. So geht's mir auch. Warte, ich will ja mal zuschauen. War nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ja, nicht den Knopf drücken. Ein blasses Bild. Völlig verschwommen. Bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Ach, die foltern den gerade, oder? Ja. Er hätte versucht, dich zu berühren. Du bist so eifersüchtig. Aber Hauptsache die fetteste Qualle ganz Boliviens, oder? Setze Drohne ein. Ich habe auch gerade gedacht, ich kann die markieren. Es geht aber irgendwie durch Panzerglas nicht. Ich drohne hier mal rum. Warum drohnst du hier rum? Du weißt, du kannst mir alles. Ich wollte markieren mit der Drohne, irgendwie. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast und ich ihm mit dem Viehtreiber Elektroschocks gegeben habe. Aber Milena, Elektroschocks. Halt den Mund. Darf ich jetzt den Button drücken? Wenn du da rein willst, lass mir kurz ein bisschen. Du stellst dich da hinten hin mit der Pumpgun und machst dir. Nee, ich hab kein Pumpgun dabei. Kommen da noch mehr oder nur die zwei? Ich glaube, da sind noch welche im Keller. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Okay, dann drück. Ein Drahtspiel, Tonblinden. Darf ich jetzt drücken? Ja, jetzt drück. Weiß ich, ja, mach, ich selber kann nichts machen. Jetzt drück! Drück halt! Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Kommen noch mehr? Ach Mann, Mensen, darf man doch nicht mitten rein, du. Eine habe ich. Ja. Ja, ist doch scheiße, ja. Polito müssen wir noch kriegen. Wo ist die? Die ist im Keller. Geht nur weiter runter. Polito ist tot. Ah. Boah, Alter. Juri und Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung? Als für hey, eine AK-47 bekommen. Ja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Tod und drei Fertigkeitspunkte. Bei den Einheimischen gebracht. Oder fehlt der Kopf. Boah, Alter, hey. Also, Psycho sind die beiden ja schon. Jetzt nicht mehr. Psycho waren die beiden ja schon. Kann man den Arm mitnehmen? Das sieht so schön aus. guck mal, da kommt ein Video. Naja. Mal Video anschauen. Ich schau mal Video an. Psst. Unter der Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenio. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Okay. Schick, schick, schick. Internet. Kleiner Pendejo. Oh, schau mal, immer schön die Plane auslegen. Nicht, dass da drunter Blut ist, aber. Der Wille. Oh, guck mal, hier hängt noch einer. Hängt in Höhe. Ekelhaft. Und. So. Das war Kapitel 1. Yay! Aufpassen, dass dein Schatz. Hör auf, Die Szene montierte Waffe. In dem Moment hörst du noch. Benny, halt, warte mal, mein Bauchnabel juckt. Mein Bauchnabel, komm du her und schießt auf meinen Bauchnabel. Der juckt. Der, komm, schieß. Wo bist du denn? Hallo. Mein Bauchnabel juckt. Hallo, was machst du denn da mit deinem Arm? Ekelhaft! Was macht er denn mit seinem Arm?
Das Video muss ich mir angucken. Bei mir steht er normal da. Nein! Nein, nein! Du stehst in der Waffe und hast deine Arme nach hinten gedreht. Ich sag, das würde die Perversen gehen, Keller. Ach, übrigens, draußen ist dunkel. Schau mal deinen Arm an. Beide Arme verkreuzt. Ich weiß zwar nicht, was du hast. Ich bin jetzt gleich beim Messer oben, aber. Hör, okay. Bei mir stehst du hier noch dran. Echt? Irgendwas stimmt bei dir nicht. Ich bin jetzt draußen beim Tarn. Beim draußen beim Tarn? Ich bin beim Helikopter. Ja, ich auch. Hä? Ja, was machst du denn da drin? Alleinunterhalter mit einer Minigun. Weißt du, wie das jetzt blöde klingt, wenn jetzt in meiner Aufnahme du gar nicht mehr zu sehen bist und ich wirklich bloß dastehe? So, wir haben 3 von 8 Fertigkeitspunkten und 7 von 10. Ich würde hierhin fliegen. Ich habe mit B markiert. Fertigkeitspunkte. Ja, dann flieg du. Die Frage ist sowieso, bevor wir jetzt ins Hallo, Gebiet ich kann. Fliegen, warum ist der Helikopter weg? Was? Der Helikopter ist weg. Ja, eben. Ich kann hier. Jetzt kann ich einsteigen. Okay, bin bevor drin. Bevor wir ins neue Gebiet gehen, würde ich sagen, räumen wir hier erst nochmal auf, oder? Ja, wo willst du hin? Also, die Fertigkeitenpunkte erstmal alle mitschnabbeln und dann. Okay, ich muss auf jeden Fall reloggen. Bis dahin guckt sich dann mal Daki an, ob wir die Produktion oder den Einfluss platt machen. Warte mal, ich glaube, das leckt beim Dark hier ein bisschen oder irgendwas, ne? Wie die Sauber, bei mir bewegt sich der Helikopter überhaupt nicht. Ein Kilometer sind wir da. Nein, er bewegt sich nicht. Also, er fliegt zwar, aber er bewegt sich nicht. Kannst du mit der Maus dich noch bewegen? Ja, ich sitze ja im Helikopter, wie soll ich mich da bewegen? Nein, kannst du, wenn du die Maus bewegst, hin und her, siehst du, dass du mit der Kamera um den Helikopter gehst? Nein. Aber ich bin jetzt gerade sowieso im Menü, weil ich werde jetzt nicht mitten in der Folge. Okay. Was kann ich denn? Granatwerfer habe ich schon. Streuung beim freien Schießen. Stabiles Ziel. Ich land hier mal, ne? Das mache ich. Der eine verkauft Limonade, der andere Kokain. Fast das gleiche. Was? Kokanade. Ah, ich habe nur noch einen Punkt und brauche 2. Nein. Ei, hier ist doch. Ah. Hier gibt es doch gleich welche. Also ich bin hinter euch. Ja, wir haben schon relativ viele weg. Oh, da unten kommt einer. Tango am Boden. Aber hey, die ganze Zeit ist hier drin Nacht, oder? Ja, meistens die meiste Zeit, ja. Aufpacken. Daki, willst du in die Tür eintreten? Oh ja. Komm her. Komm mal zu mir. Ja. Ah. Geh mal an die rote Tür da. Guten Tag. Wow, schön gemacht. Der muss auch durchgehen. Hey, Kartell bitte. Da drüben, da auf dem. Vor lauter Stolz stehen bleiben. Nein. Bebebebe. Oh, 3 Kisten. Ich habe gemacht, Tür kaputt. Ja. Mit ganze Nägel verbogen. Da merkt man die Dörkling. Verbrannt. Nicht nur die großen, auch die kleinen. So, und dann jetzt hoch den Punkt da noch holen. Punkt? Punkt holen, jawohl. Jetzt runter. Da unten ist noch ein Gegner. Jetzt nicht mehr. Oh Mann, ihr seid viel zu spät, Mann. Kam Sau, Schuss. Alles klar bei uns. Alles klar. Der hat mich weggedrückt. Ah, ein Fertigkeitenpunkt, da kann ich gerne mal ausrichten. Ausrüsten. Würden Sie mal einen Schritt zur Seite gehen? Nein, hier wird ausgerüstet erst. Ich warte schon mal am frischen Heli. Ja, wir fliegen jetzt ohne ihn, weil er wollte jetzt nicht Platz machen, dann gehen wir jetzt ohne ihn. Du hast ja auch keinen Punkt, jetzt komm. Doch, ich hab doch schon angeholt. Ich bin um dich rum. Da oben ist noch eine Tankstelle. Jetzt willst du auch schon Tankstellen überfallen. Ja, klar. Komm. Wenn da Punkte sind. Komm. Ärger man, jetzt schwebt man so 2 Zentimeter über dem Ding, kann er nicht einsteigen. Ich bin eingestiegen. Toll, dann flieg weiter. Ach, ist halt im Auto oder was? Nee, Heli. Du Affe. Ach, sie sind 2 Helis, entschuldige mal bitte.
gerade gedacht, ich sehe ihn jetzt ja gar nicht. Komm rein. Und cool ist, deine Rotorblätter drehen sich nicht. Das ist einfach nur das Charaktermodell, das so fliegt. Oh, ich glaube, das sollst du mal einen Neustart machen. Ja, mache ich auch nach der Folge. Ist ja schon 15 Minuten. Weil da lohnt sich jetzt so. Nicht neu starten. Nee, nee. Ach, herrlich. Lass mich mal so viel. Nur einen Fertigkeitspunkt. Ja. Gibt's hier Gegner? Kann ja einer mal kurz raussnipern? Ja, hier gibt's Gegner. Okay, dann gehe ich doch glatt mal hier schon runter. Ja, mach mal. Ist blöd, ich sehe nie, was direkt unter mir ist. Ja, ich guck unter dich, Baum. Da ist Baum. Ja, das ist der Baum, ist mir scheiße. Das ist ein Naturprodukt, der wächst noch. Lebendes Material. Das toll, du hast mich im Kaktuswald aussteigen lassen. Aber. Nehmen wir mal die große Sniper. Jetzt stecke ich hier im Loch fest und komme nicht mehr raus. Scheiße, Alter, ich komme hier wirklich nicht mehr raus. Volles Loch. Mann, ey. Manson kämpft schon wieder. Also ich bin hier oben ja, auf der Anhöhe und könnte snipern, aber... Wenn du durch die Wand kommst... Ja, da war das drin. Ich komm runter. Erledigt. So muss ein einziger. Ach so. Jetzt will ich einmal im Leben taktisch vorgehen. Verdumm. Das ist immer der Klasse A und den Formpass. Ach, da oben liegt das. Ob Santa Blanca von denen verleiht? Das so. Autowagen, oder? Kartellse, ja, mach Autowagen. Kann man ein bisschen rumpacen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hab markiert. Hier gibt's ein Dings, ein Treibstoff, 5000er. Genau, auf uns zukommend. Ja, dann blockiert die Straße. Ja, komm, wir nehmen aber einen Autowagen, oder? Oder willst du so? Ja, ohne Autowagen würde ich sowieso nicht. Also. Komm, wir nehmen den Luxuswagen hier. Schön, Chevy, was du. Ach, da steigt absichtlich in den Falschen ein, oder? Nein, ich dachte, wir blockieren jetzt hier die Straße. Nein, wir schießen jetzt auf den. Na, ich knabber mir noch einen Keks. Mach mal. Gut, nochmal. Ja. Licht an, du Affe. Sind wir jetzt alle da drin, bei eure? Mhm. Hä? Fahrt ihr? Mhm. Manson hat ihr Spiel verlassen. Steht. Ja, fährst du jetzt oder stehst du hier? Mhm. Er steht. Und nicht an mir, oder was? Doch, du bist doch weg. Jetzt bin ich wieder da. Achtung, da oben ist ein scharfer. Ja, lad mich ein. Ja, wie denn? Ja, Lobby, wie immer, wie vorhin auch. Jetzt warte, jetzt ist gerade der Dings da. Er bringt mir nichts, ich bin für euch. Lad ihn ein. Lad mich. Ja, ist ja gut, ich muss gerade auf den Dinger schießen. Du bist doch rausgeflogen. Kauf dir mal einen PC, du Affe. War das jetzt dein nicht? Kann dich, ne, du hast Verbindung getrennt, ich kann dich gar nicht einladen. Okay. Ich aber. Nee. Ja, siehst du. Nee, Verbindung getrennt. Getrennt. Ja, sag ich doch. Sollen wir da jetzt mal hinterherfahren, oder? Mhm. Ey, wieso ist denn jetzt da oben schon wieder einer? Ah, die spawnen öfter mal. Weil ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir das kurz und dann... Du bist gerade über den Typ gefahren. Machen wir das kurz und dann lade ich den Benny nämlich neu ein. Mhm. Weil ich muss ja sowieso neu starten. Boah, ich sehe nichts, ey. Das ist gerade immer so eine scheiß Dämmerung, Kacke. Alter! Hör mal, was machst du denn da? Ich ramme? Ja, das sehe ich, aber schießen während rammen? Du weißt übrigens, dass wir gleich tot sind, ne? Bewegung, das geht gleich hoch. Ah, du. Da schießt keiner mehr. Ja, ich schieß doch auch nicht. Auf, komm. Ja, hast du einen Autowagen? Ja, ich nehme den Qualmenden hier. Warte, lass mich hinten als Schütze. Hallo. Alter.
So, los geht's. Manson ist nicht im Spiel. Ja, er ist nicht im Spiel, ich kann ihn nicht holen. Manson, startest du mal neu? Ja, mach ich doch schon. Wenn du da bist, sagst du Bescheid. Ich muss ja nach der Folge auch neu starten und wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen eben noch diesen Dinger da fertig. Ja, wenn ich einlade, dann kriege ich noch die Punkte dazu. Wäre halt nicht schlecht, ne? Das ist es ja gerade, aber ich sehe dich noch nicht. Du bist in den Menüs und gesperrt. Einladen. Ja, eben. Hab ich eingeladen. Ja, ja, ich komm. Und wenn du drin bist... Ey, das ist übrigens das andere Auto. Wir müssen übrigens raus. Unsere brennt. Ja, bleib hier! Ah, ich bin tot. Hm? Warum? Ja, weil die da vorne auf uns schießen, 4-5 Leute. Ist da geil ist, ich sehe die nicht. Auf mich schießt also, keiner. Ich bin da. Das ist okay, dann kriegst du auf jeden Fall schon mal die Punkte. Hier vorne, das ganze Ding ist voller Leute. Ja, dann renn doch weg. Mach mal ein paar Platt. Aber du siehst ja auch, ne? Ich hab einen gesehen, ja. Ich hab alle weg, bis auf einen. Wir brauchen ein Auto. Ja. Das Casino machen wir nachher platt. Ja, aber jetzt ist langsam... Warte, ich versuche nochmal eins zu rufen. Ja, hier ist doch ein Auto. Nimm doch das Auto hier. Renn das mal. Geh jetzt rein. Mal langsam. Ah. Jetzt aufkommen. Hallo, wir sind doch drin in dem Auto. Ey, ist da kein Auto. Ihr steht einfach nur vor mir. Jetzt lauft ihr. Ja, komm, Benny, fahr. Ich nehme hier das andere Auto. Komm, hinterher. Komm, fahr. Ach, der ist weg. Der Dings ist weg. Nein, der ist noch da. Ich hab noch da. Wo denn? 600 Meter vor uns. Nein. Da sehe ich keins mehr. Nee, da ist nichts mehr. Bei mir war es auf der anderen Richtung 700 Meter. Konvoi, Treibstoffkonvoi. Dann ist ja schon wieder ein neuer. Nee, der ist schon dreiviertel kaputt. Zustand ist... Okay, den sehe ich auch nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe euch, ich fahre euch hinterher. Ich sehe den Pfeil, aber es ist keiner da. Hier müsste er sein. Dann spawnt er bei dir gleich. Aber er fährt. Er geht weg, 80 Meter. Ach, weißt du was, ich lade jetzt eben neu. Also komm, park mal hier. Ich sage bye bye, meine lieben Freunde, und sorry für die Verwirrung, aber irgendwas ist jetzt gerade falsch gelaufen. Deswegen sage ich bye bye und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Kannst du mal diesen Scheiß ausmachen, bitte? Danke. Also, macht's gut. Ja, tschüssen. Tschüss.